Und willkommen zurück zu Let's Play Lampen Simulator 2015. In der letzten sind wir stehen geblieben und ja. Wir suchen jetzt immer noch einen Traktor, den wir nehmen können, um ja, irgendwie um den Grubber hier zu machen. Ich denke mal, der Ose ist dann eigentlich eine gute Wahl. Wollte ich einfach mal sagen, behaupten. Was ich am überlegen bin, ist das Füllvolumen. Wir haben uns ja so ein Volumen von 300.000 gesetzt, wo ich sage, ab 300.000 wird die Ernte verkauft, die entsprechende Ernte. Ob man die eventuell auf 200, ob man die auf 200 runtersetzen sollen oder ob man sogar 300 lassen sollen. Ah nein, nicht. Nicht die, das hier. Zuckerrüben könnte ich am Stand verkaufen. Bin ich eh gleich auf bei 300.000, so ist es nett. Sollen wir auf 200.000 runtergehen, wobei das habe ich. Schneller reicht die 200.000. Sieht an. Da wisst ihr was, wir machen 200.000 als Idiot. Ich setze mein Limit auf 200.000, haben wir öfter was zu tun, was wegzufahren. Und kommen auch gleich eher zu Geld. Notfalls, wenn zu häufig wird, hat man die 200.000 erreicht und kommt immer noch auf 300.000 hochgehen. Wird also jetzt nicht allzu dramatisch sein, hoffe ich mal. Aber nehmen wir mal 200.000 an, weil ich kann natürlich Zucker rüber auch verkaufen. Aber wie gesagt, da müssen wir jetzt doch genau hingucken. So, der ist auch gleich fertig, glaube ich. Ja, lang hat der auch nicht mehr. So, da müssen wir mal schauen. In der Mais-Zuckerrübensämaschine müsste eigentlich noch genug drin sein. Der hat fährt voll kriege. Ja, Case, du musst dich da was gedulden. Ich kümmere mich gleich schon um dich. Keine Panik. Der kommt auch gefahren, der ist auch bald schon fertig, fast. Also lange noch der nicht brauchen, sagen wir mal so. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie der hier, was der hier braucht für wie es hier klappt mit dem Grubber, wie der mit dem Club Grubber klappt. Ich bin mal gespannt, wie der hier mit dem Grubber jetzt klarkommen wird. Oh, weil überhaupt nicht. So, Allrad mal rein. Ja, mit dem Allrad geht es. Das ist ja schon ein Unterschied hier. Ohne Allrad packen wir für uns ja nicht mehr. Was haben wir Differential hinten? Mal weg, lassen wir mal ein Allrad drin. Da kommt damit, kann damit ein bisschen arbeiten, bis ich einen besten Trecker hier für habe. Brauche ich, wenn überhaupt den Same, warte, apropos Same, der Käsebisch abgetankt werden. Na, mit Differential muss schon ein bisschen rumschwimmen, beziehungsweise mal ein bisschen genau nachlesen, wie, wo, was, wann. Aber da haben wir auch so ein bisschen gute Strecke, die. Ja. Dann da müsste ich höchstens noch ein bisschen die Streifen dran tun, weil für den. Ba, 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 ba. Oh, jetzt kommt aber alles auf einmal hier, sehe ich gerade. Wo ist er? Da ist okay, der kann stehen bleiben. Da schon mal gut. Immerhin ein kleines Großfleisch-Session.
kommt da hier gerade mit knappe Mühe und Not, oder? Ah, ne, das Helfer ist raus. Okay, Flash war ja zu. Ja, okay, der Helfer ist auch, geht automatisch raus, weil er zu schwach ist. Dann probiert mal, probieren wir anders. Flash eben Violet bergauf geht. Probieren wir mal anders. Und tun mal quer zur Fahrtrichtung setzt, zum Hügel. Vielleicht bringt das ein bisschen mehr. Wenn nicht, dann Pech gehabt. Müssen wir mal im Auge behalten. Nein, kein Z. Müssen wir mal im Auge behalten. So. Einmal hier. Na gut, ist ja, der muss ja nur so lange arbeiten, bis dass der Sammy, bis dass der bis dass die Zuckerblumen fertig sind. Denn, dann ist der Sam frei, dann kann der Sam mit dem Grubber übernehmen. Das ist also nicht so dramatisch. Muss nur halt im Auge behalten, ob er rausgeht wieder oder nicht. Noch ist der Osus drin. Ja, ein Örklein aufhalten. Muss man auch einen Stärkentrecker haben, für den Grubber, für den Flug nachher zu ziehen. Aber das machen wir dann gleich zum Schluss, wenn der da oben fertig ist. Muss ja auch, muss auch einen großen haben für die Condor. Muss ich auch noch was haben. Boah. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Wo haben wir die Zuckerrüben denn? Ach, der Mikro ist schon abgetan, okay. Wer sagt das doch? Warum sagt mir denn keiner? Also wie gesagt, ich setze das auf 200 runter und dann halt gucken. Ich stecke mir mal die zu grüben, wenn dann beim zum Güterbahnhof fahre. Denn einfach mehr Geld, als wenn ich da woanders verkaufe. Durchstelle ich dann nochmal separat Geld kriege, weil ich dann nochmal wegschicke. War. Warum? Sobald der Zuckerrübenernte und oben die Rapsernte fertig sind, da ich dann hingehe und. Oh, perfektes Timing. Da ich dann hingehe und mir hier da kommt auf jeden Fall besser klar als wie andersrum. Okay, da kann man jetzt schon mal ein bisschen fahren. Der kommt auch gut klar. So, dann. Hier ist er. So. Dann hoffe ich mal, dass der mit dem Zugrüben jetzt ziemlich zügig nach vorn vorbeikommt. Fertig wird. Und bei der Kiste unten ist auch bald fertig. Dann muss ich aber Stroh noch einsammeln. So, da fehlt mir mal ein Trecker für. Ich habe keinen Trecker für da dran. So, Moment. Den kann ich nicht wegholen, die kann ich sowieso nicht entbehren. Hier ist ein bisschen zu schwach für den Ladewagen. Hier, den kann ich auch nicht entbehren. Ich kann schon das gleich entbehren. Der ist auch beschäftigt. Der ist beschäftigt, sowieso. So, dann würde ich einfach mal sagen. Arad habe ich über reingeknallt. Okay, der war jetzt aber voll schon wieder. Da passt das ja. Dann tun wir den gerade abtanken. Dann fahren wir den Hänger hier auch noch abtanken einem. Weil der hat es dann auch nötig, wenn ich das richtig sehe, ne? 62% Füllung. Da muss man natürlich schauen, wow. Wer, wie, wo, was, wann. Mal sehen, wo bin ich denn? Ach, spielen wir der Wolffabrik. Da muss man auch gucken, dann da langsam loslegen mit den Schafen, würde ich sagen. Aber vorher würde ich dann auch ganz gern noch den gucken, je nachdem, was wir für den irgendwie wählen. Wir haben ja den Ladewagen. 108 PS, 240 PS, dann würde ich gucken.
Je nachdem, wie viel Geld uns die Zuckerrüben bringen, dann müssen wir uns dann hier auf jeden Fall noch zusätzlich zum Feld auf jeden Fall den Ladewagen holen. Weil dann würde ich im Stehen nach oben schaffen und dann für die Kühe aus Saat, für die Schafe aus Saturn, für Gras. Weil die brauchen ja nichts weiter als wie Gras. Ja. Gucken wir mal jetzt vielleicht mit dem Zuckerrüben. Aber meist der Alternet. Da muss ich dann doch eher sagen. Ich würde dann doch eventuell gern schon mit den Schafen anfangen. Da muss man auch noch ein bisschen Geld für verdienen. Gut. Na, mal schauen. Muss sowieso gucken, wie ich das jetzt organisiert kriege, alles hier. Muss ja auch gucken, dass ich dann verdiene. Wobei die Schafe schaue ich glaube schon ein bisschen hinten an. Weil ich muss ja auch gucken, dass ich einen Trecker für die zusammenkriege. Den habe ich jetzt im Moment nicht. Ich kann nicht immer von hier unten mit dem Trecker nach da oben fahren, nur um die Schafe zu füttern. Ja, müssen wir gucken, zumindest einen Ladewagen will ich mal haben. Zumindest für das Stroh. Also, was sagt der Ding, kann ich nämlich jetzt gleich hier beginnen, mein Abtanken, so Case, okay, sagst du, bist jetzt gleich bei auch wieder voll. Dann tun wir den jetzt hier in einem noch gerade abtanken und schauen dann, wir tun das hier im Bunkerkipp und tun in einem Grad oben den anderen Kollegen abtanken. Weil 80% gefällt mir nicht, dass der jetzt nichts macht, oder? Ah, ne, er ist ja am Drehen, okay. Aber nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Überhaupt nichts. So, Nummer. Na, Nummer 1. So, wo ist. Oh, da ist er. Aber ja, scheiße, da muss ich auch abtanken. Na. Kann was schlecht sein, da jetzt alles steht. Und abtanken will. Dumm gelaufen. Ah ja, kriegen wir schon hin. Ich hoffe es, dass ich so Platz habe, dass ich mit der Seite dass ich seitlich abkippen kann. Eieieiei. Nicht schieben, nicht schubsen. Ist böse. Ah ja, dürfte aber hinhauen. Kannst du hier abtanken? Was ja hier Pott wie Deckel ist. Okay, der Usus ist fertig. Muss man gerade gucken. Ich stehe jetzt einfach mal gerade da hoch und lass ihn hier abtanken. Haben wir zwar ein bisschen Weizen mit Rapsmilch, so Reststücke, aber. Reststücke, so Restsachen, aber. Ach, da wäre ich mit leben können. So. So, da ist der Laps. So, und die springt dann wieder runter zum Weizen, weil der ist jetzt gleich auch schon wieder so weit. Boah. Bitte wieder Schlag auf Schlag. Halleluja. So, dann muss ich gucken, ich bin noch eine Kopplung für Kohle. Den Krabbenkipper hier. Damit ich den zweiten Krabbenkipper dran kriege. Ich will nicht unnötig fahren. Mit einzelnen Hängern. Ich fahre, wenn dann mit zwei Hängern. Ich hoffe nur, der dort hat gezogen. Kriegt. Du hast der Case, der kriegt das gezogen, aber. Eieiei. Okay, der ist gleich auf. Heißt, in der nächsten Folge gucken wir mal auf jeden Fall, dass wir es hinkriegen mit den Zuckerrüben. Wenn wir die wegkriegen, tun dann das Stroh einsammeln, tun das andere Feld oben noch ein bisschen bearbeiten mit dem Pflug. Mit einer Sämaschine. Und dann schauen wir weiter. Ich weiß nur, für heute ist die Folge schon wieder vorbei. Aber ich will jetzt mal gerade gucken, was sagt der? Ja. Ich weiß, es ist was schwer für dich, mein Freund. Drum, komm, ich befreie dich von der Qual. Ich schicke dir jetzt den Sam runter und dann können wir das machen. Aber mal in der nächsten Folge von Let's Play. Laufen Simulator 2015.
Wenn es euch gefallen hat, schaut auch dann wieder ein. Bis dahin. Ciao.